Eskalation. Hockenheimring in Deutschland. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei F1 2012. Achter werden sollen wir, Alter, von Startplatz 10. Startplatz 10 ist allerdings, naja, gut. Vielleicht sind wir ja sogar nicht so schlecht auf der Strecke. Hoffen wir einfach mal. Ich kann allerdings nicht versprechen, dass wir Achter werden. Das wird schwierig. Ja, was gibt's zu sagen? Regnen wird's ja hoffentlich nicht. 0%, nee, regnen wird's nicht. Wie viele Runden fahren wir? 17 Runden, okay. Ja. Nochmal tief durchatmen und dann vielleicht diesmal nicht nach dem Motto Sieg oder Rennabbruch. Das kommt aber drauf an, wie sich das Rennen ergibt. Das heißt, das kann ich jetzt noch nicht festlegen, was unser Motto für diesem Rennen ist. So, einmal nach rechts abbiegen hier und dann ab geht's. Startreihe 10. Jawohl! Das ist zwar dein ein Grand Prix, aber lass dich nicht verrückt machen. Okay. Heim Grand Prix, aber lass dich nicht verrückt machen. Bin der Psychopath, Alter. Position. Alter. Okay, warte mal, wir machen nochmal neu. Okay, wir dürfen ja also nicht abkürzen überholen. Das heißt, wir müssen schon auf der Strecke bleiben. Sonst bringt uns das alles gar nichts. Komm schon, gib los, 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 los. So, bis zur Hälfte. Mal. So, sechster. Hier schön rechts anfahren und möglichst ausbremsen. Wir sind tatsächlich mal zweiter in einem Rennen. Fuck. Wir sind tatsächlich mal zweiter, das ist Premiere. Das ist Premiere, Alter. Okay, Alter, 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 Alter. Du überholst uns jetzt noch nicht. Vielleicht dann, wenn wir in der Box sind. So, schauen wir mal, was das Rennen so bringt, würde ich sagen, ne? Okay, da vor uns Hamilton ist eigentlich... Den kriegen wir im Normalfall nicht. Nein, 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 das hat sich schon angebahnt. Aber die Kurven hier so ein bisschen verhauen haben. Ja, hier. Haben wir wieder verhauen, aber okay. War nicht ganz so schlimm. Hoffen wir mal, zumindest. Alter! Was ist denn das hier schon wieder? Ich tue die Rückblenden jetzt mal verwenden hier, ganz einfach. Ganz einfach, damit wir hier nicht ganz komplett verkacken. Ich hoffe natürlich, dass ich die später dann im Rennen nicht mehr brauche. Alter. Ausbremsen und gut, 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 wir sind noch vorne. Okay, nicht mehr lange, nicht mehr lange. Scheiße. Ausbremsen. Geil, wir haben uns die Position zurückerkämpft. Geil. So, hier schön noch Curse verwenden. So. Runde 2. Jetzt sehen wir die Runden runter gleich. Nein, du kommst nicht vorbei, Alter. Kommst nicht vorbei. Alter, zweiter. Obwohl der vor uns schon wieder übelst wegzieht, ne? 5 Sekunden innerhalb einer Runde, das ist... Ja, okay. Ne, eigentlich nicht okay, aber... Ne, ihr versteht, was ich meine. So, schauen wir mal. Solange wir vor Ricciardo bleiben, bin ich zufrieden. Aber wir lassen natürlich das Feld extrem zusammengestaucht, wenn wir so fahren, ne? Weil
ne? Wir ja alle aufhalten und deswegen bleiben auch die hinteren ziemlich weit dran, ne? Alter, die Kurve verkacke ich jetzt öfters mal hier. Alter, das war aber nicht unsere Schuld. Hat er sich jetzt den Frontflügel abgefahren? Das wäre echt abgefahren. Sieg oder Rennabbruch, sage ich nur. Zumindest in unserem Bereich. Okay, das heißt, Hamilton wird dieses Rennen höchstwahrscheinlich gewinnen, weil er so weit vor uns ist. Ja, scheiße, der ist wieder mal aktiviert. Das ist nicht so optimal für uns. Aber okay. Das heißt, wir müssen hier richtig Curse einsetzen hier, damit wir hier nicht überholt werden. Machen wir auch. Nein, 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 nein. Oh, Alter. Okay, war okay. Das war wiederum nicht okay. Die Kurve ist nicht so meine Lieblingskurve, ne? Merkt er. Merkt er hoffentlich. So, warte mal. Wann wollen wir wechseln? Siebte Runde, ne? Ich kann gerade schlecht gucken, weil hier so schwierige Kurvenpassagen sind. Runde 7, ja, okay. Alles klar. Ja. So. Ja. Oh nein, nein, nein. Abkürzen. Alter, das war ja jetzt echt kein Abkürzen, oder? Was meint ihr? Na gut, wenn es angezeigt wird, ist es meistens so, ne? Aber meiner Meinung nach nicht. Ja. Raikönen. Der ist direkt hinter uns, oder? Grosjean fährt erstmal die schnellste Runde. Ne, der ist nicht direkt hinter uns. Alter, wir können uns absetzen. Alter! Was geht denn? Alter, das habe ich jetzt nicht so erwartet, dass wir hier ein bisschen uns absetzen können sogar. Schwede, sag ich mal. Schwede. Kommt von alter Schwede. Das wäre vielleicht auch mal ein neuer Ausdruck so. Nein, nicht so über die Curbs, Alter. Okay, jetzt ist schon auf jeden Fall wieder angekommen, aber vielleicht können wir uns ja sogar immer außerhalb der DRS-Zone halten. Das wäre auf jeden Fall optimal. Okay, die Kurve war heute gut. Das sind so die Schlüsselpunkte hinten, die Haarnadelkurve und die Kurve hier am Ziel. Okay, jetzt ist er wieder ran. Was auch immer da war, irgendwas war. Okay, jetzt hat er auf jeden Fall wieder DRS. Ah ne, das ist Grosjean. Irgendwas war mit Raikön, glaube. Nein, 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 du fährst nicht vorbei, Alter. Fick dich. Scheiße, der hat auch irgendwas abbekommen. Okay, die Kurve war, die ging im Vergleich, sagen wir mal. Alter, Grosjean, jetzt ist Raikön wieder hinter uns. Die betteln sich da vielleicht auch, das ist gut für uns auf jeden Fall, wenn die sich da bekriegen. Weil dann tun die sich nicht so sehr um uns kümmern. Scheiße, jetzt kommt er wieder ran. Zu spät gelenkt wieder mal und jetzt ist es das fast gewesen. Alter. Ja, wir konnten uns wieder vorbeihauen, ey. Das ist ja mal spannend heute, ey. Mann, oh Mann. Wir betteln uns hier um den zweiten Platz. Das wäre Treppchen. Das... Pff. Mann, oh Mann. Versucht die Lücke zu schließen. Okay, wir heben uns das trotzdem erstmal auf. Tun dann wieder nach dem Boxenstopp. Fettgemisch reinkloppen. Ah,
Nee, nicht so viele Curbs, nicht so viele Curbs, nicht so viele Curbs. Nein, 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 nein. Das war nicht so prickelnd. Wir wollten das eigentlich. Machen wir ab hier wieder. Alter, die kommen ja wieder weiter vorbei. Mich verarschen. Okay, wir können uns vorne halten. Noch. Hoffen wir mal, dass wir das noch weichen können. Zweiter wären wir nicht, ne? Also. Wegen Boxenstopp und so weiter. Das ist. Das wird nichts, aber. Solange, je länger wir uns vorne halten, desto mehr, ja, desto mehr, desto länger sind wir vorne halt. So, Hamilton hat die schnellste Rennrunde gefahren. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Okay, Kurs also komplett aufbrauchen. Ist angesagt. Das heißt, wir können ja auf der in der DRS-Zone richtig schön fürs Einsetzen. Übrigens kriegen wir die Kurve jetzt viel besser hin als sonst immer. Kurs, 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 Kurs. Nein, 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 nein. Ja, sehr gut. Ja. Ja, das ist gut. Nee, Quatsch, ist nicht gut. Ich bin am Überlegen. Weiß zwar nicht über was, aber. Vergesst den. Alter! Ich vergesse doch den Boxenstopp nicht. Bin ich bescheuert? So, wir werden so circa 3-4 Plätze noch einbüßen. Aber solange wir Achter. Okay, hier nicht aufs Dings fahren. So. Einer überholt uns. Zwei, drei. Komm, beeilt euch, Alter, Alter. Los, 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 los. Los, los, los. Haben wir jetzt Plätze eingebüßt? Nein, haben wir nicht. Gut. Also ich meine in Bezug auf Dings. So, Ricciardo ist auf jeden Fall da mit vorne dabei. So, jetzt müssen wir ja richtig schön Gas geben. Also wir werden ungefähr als Vierter oder Fünfter rauskommen, denke ich mal. Ich tue jetzt einfach mal die Vermutung aufstellen. Laut unseren Daten fährt ein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Mhm. Ja, bloß, der fährt gleich in die Box, deswegen interessiert mich das nicht so wirklich. Du hast 2 Sekunden Vorsprung auf deinen.